Das größte Leid, was ein Mensch erfahren kann, ist psychisches Leid. Du und ich würden vermutlich alles dafür tun, damit es uns wieder gut geht. Es gibt eine Sache, die dir entweder extrem helfen kann oder sie bewirkt sogar das Gegenteil. Und ja, egal ob es jetzt eine Depression ist, Angststörung, Panikattacken, Zwangsgedanken oder den ganzen Tag diese Grüberlei, die Menschen würden wirklich, ich meine das ernst, das gilt auch für alle Menschen, die gerade zusehen, die keine psychische Störung haben, aber vielleicht Verwandte, Bekannte oder irgendjemand in ihrem Familienkreis haben, der so eine Störung hat. Wir würden wirklich alles dafür tun. Ich glaube, wir würden einen Handstand machen. Wir würden wirklich alles tun. Wir nehmen Medikamente, wir versuchen es mit Hypnose, wir gehen zum Therapeuten, wir gehen zu einem Coach, wir versuchen es mit Manifestieren. Manche Leute gehen sogar so weit, das erlebe ich ständig in meinen Coaches, und sie sagen, ich weiß, Juan, ich weiß, Alkohol trinken ist gefährlich und ich will auch kein Alkoholiker werden. Aber weißt du was? Am Abend sich hinzusetzen, runterzukommen, weil der Wein mir dabei hilft, die Gedanken zu beruhigen und die Gefühle, oder das Bier oder der Schnaps, das hilft mir in dem Moment. Und ich nehme es einfach in den Kauf, weil wir ja einfach mal in Ruhe wieder schlafen. Du siehst also, die Menschen, die darunter leiden, würden wirklich sehr, sehr, sehr vieles tun, damit es ihnen endlich wieder besser geht. Und ja, ich selber habe auch Dinge getan, wo ich mir im Nachhinein denke, boah, was du gemacht hast. Aber ich habe sie getan. Ich kann mich zum Beispiel mal erinnern, dass ich mich bei einer starken Panikattacke splitternackt um 3 Uhr in der Nacht auf den nackten Fliesenboden hingelegt habe. Hauptsache diese Angst und diese Hilflosigkeit und diese Panik geht wieder weg. In dem Moment hatte ich sogar den Eindruck, dass es ein bisschen wieder hilft. Danach habe ich mich aber hingelegt ins Bett und das Ganze ging von vorne an. Ich kann mich auch erinnern, dass ich einmal in der Nacht, müsste auch zwischen 2 oder 3 Uhr gewesen sein, raus auf die Straße gegangen bin und einfach gerannt bin, weil ich mir einfach gehofft habe, wenn ich einfach renne, geht diese Panik weg. In meine Gedanken wandern immer im Kopf, wenn das jemand sieht, der bringt dich doch in die Klapse. Das ist doch alles nicht mehr normal. Wo führt denn das hin? Also du siehst also, wir Menschen würden wirklich sehr, sehr vieles dafür tun, damit es uns wieder besser geht. Und das hat mich dann auch dazu gebracht, dass ich angefangen habe, dann auch Medikamente zu nehmen. Obwohl ich ein Mensch immer war, und vielleicht gehörst du da auch dazu, der mit 100%iger Entschlossenheit gesagt hat, ich nehme nichts, was irgendwie in meinem Gehirn dort oben einwirkt und im schlimmsten Fall meinen Charakter verändert, mich süchtig macht, aus mir eine ganz andere Person macht. Und vielleicht denkst du da ähnlich darüber. Und die Sorge ist auch nicht unbedingt immer nicht gerechtfertigt, sondern manchmal ist sie auch gerechtfertigt, weil man hört ja auch immer wieder, wenn man diese Medikamente, zum Beispiel diese SSRI absetzt, also die Antidepressiva, dass das ganz, ganz schwierig ist, die abzusetzen, und die allermeisten dann irgendwann mal wieder anfangen, das wiederzunehmen. Heute habe ich mit dir ein sehr kontroverses Thema zu besprechen. Es geht um den Glauben. Eins vorweg. Bevor wir mit diesem eigentlichen Thema anfangen, möchte ich eins mal klarstellen. Es wird hier niemand beurteilt, verurteilt, in irgendeine Ecke geschoben. Es wird auch niemandem gesagt, was er zu glauben hat und was er nicht zu glauben hat. Ja? Also ich schreibe das niemandem vor. Ich möchte mich hier einfach nur sachlich dazu äußern, wie die Faktenlage ist. Ich habe sehr viele Menschen in meinen Coachings, die verschiedene Glaubensrichtungen haben. Also ich habe sehr oft Menschen, die aus dem Islam kommen. Ich habe aber auch selbstverständlich sehr viele Menschen, die aus dem christlichen Glauben kommen. Und wie in allen Religionskulturen gibt es Menschen, die da mehr konservativ angehaucht sind. Ich habe aber auch schon Menschen gehabt, die sehr, sehr stark davon überzeugt sind, von den Glauben. Und ich habe Menschen gehabt, die waren da eher liberaler. Eins ist mir dabei aufgefallen, dass die Menschen, die liberaler mit dem Glauben angehaucht sind, es leichter hatten, tendenziell ihre psychische Problematik zu überwinden, als die Menschen, die eher so stärker konservativ oder gar schon sehr stark mit dem Glauben verbunden waren. Eine Klientin, die ich vor kurzem hatte, hat mich selber dazu gebracht, nachzudenken. Es war
Sehr interessant, denn sie litt unter Depressionen und hatte auch gleichzeitig starke Zwangsgedanken. Sie erzählte mir, dass sie aber sehr gläubig ist. Also sie glaubt an Jesus Christus. Sie ist sehr stark so davon erzogen worden und hatte gleichzeitig auch immer das Gefühl, wenn sie diesen oder jenen Gedanken hatte, dass dieser oder jener Gedanke dazu führt, dass Jesus sie nicht mehr liebt. Jetzt hat sie mich eines Tages gefragt, dass sie sich selber eingelesen hat und einen Artikel gefunden hat, der sehr provokativ nach ihrer Aussage zufolge Folgendes sagte. Ein Glaube, egal in welche Richtung er geht, ist im medizinischen Sinne, also in der Psychiatrie, wenn man so möchte, grundsätzlich eigentlich immer verbunden mit einem Wahn. Und sie fragte mich dann, Juan, bin ich eigentlich, weil ich ein Mensch bin, der so gläubig ist, nach medizinischer Definition wahnkrank oder im schlimmsten Fall habe ich jetzt schon eine Psychose? Eine extrem interessante Frage, die sie mir stellte, findest du nicht auch? Denn es ist, wenn man sich das einmal genau ansieht, tatsächlich mal so, dass die Medizin ja von folgendem Kriterium ausgeht. Die Medizin sagt, ein Wahn, also wahnsinnig, wie man auch anders sagt, ist immer dann gegeben, wenn die betroffene Person an einem Thema festhängt, das von außen nicht mehr zu korrigieren ist. Das heißt, die Person ist der Meinung, dass sie zum Beispiel dies oder jenes glaubt. Jetzt gibt es zum Beispiel Menschen, die glauben zum Beispiel in Form einer schizophrenen oder psychotischen Erkrankung, dass sie zum Beispiel von irgendwelchen Geräten am Fernseher oder sonst irgendwas abgehört werden. Und weil sie abgehört werden, kann das bei ihnen dazu führen, dass ihnen Schaden zugefügt wird in allen möglichen Arten. Und dieser Wahn dehnt sich dann immer aus auf diese Thematik. Wenn man jetzt von außen hergeht und der Person gut zuredet und sagt, das ist doch nicht möglich, in Form von Argumenten, weil man zum Beispiel zu der Person sagt, wie wahrscheinlich ist es, dass Aliens dich hier abhören? Du hast doch keine Beweise dafür. Also alles, was jetzt auf der argumentativen Ebene auf die Person einwirkt, würde im medizinischen Sinn der Person nicht helfen. Das heißt, es führt eigentlich immer zugleich Thema Null, weil die Person dafür nicht empfänglich ist. Sie fragte mich dann, das ist doch bei uns Menschen, die sehr gläubig sind, doch auch der Fall. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich glaube an Jesus Christus oder an Mohammed oder an was man auch immer glauben möchte und du jetzt mit Argumenten zu mir zukommst und sagst, hast du es schon mal gesehen, dass Jesus Christus mit dir gesprochen hat? Hast du schon mal gesehen, dass Gott bei dir war? So werden bestimmt sehr viele Menschen sagen, ja, ich habe ihn gesehen, ich habe mit ihm gesprochen. Doch dafür gibt es ja tatsächlich in der Realität nun mal erstmal im Sinne von Fakten, auf wissenschaftlichen, dass man hier den darstellen kann und wir können ihn alle sehen in einen Raum, dafür keinen Beweis. Man kann natürlich sagen, dass die Person, die die Stimmen hört, die Person, die abgehört wird, auch sagen kann, ja, ihr seht das nicht, dass sie abgehört wird, aber ich sehe das. Die Person, die jetzt sagt, ich habe den Glauben an Jesus, ich kann ihn sehen, du kannst ihn auch nicht sehen. Könnte man jetzt eigentlich tatsächlich im medizinischen Sinne sagen, dass jeder Glaube an gleich an welcher Religion er auch immer gebunden ist, gleichzeitig auch immer ein Wahn oder eine Psychose ist? Schreib mir das mal hier unten in die Kommentare, weil mich deine Meinung zu diesem Thema extrem interessiert. Kann man jetzt also sagen, dass der Glaube, egal welcher Glaube, kontraindiziert ist mit neurotischen Störungen? Neurotische Störungen sind alles aus dem Kreis der Depression, also alles, was nicht psychotisch ist, also Angststörungen, Zwangsstörungen, Hypochondrie, alles, was da so in diesen Kreis dazugehört, wo man noch zugänglich ist. Ist das kontraindiziert? Das kann man nicht so ja sagen und man kann auch nicht nein sagen, weil es hängt von verschiedenen Faktoren ab, um zu sagen, ob das tatsächlich so ist oder nicht. Erstens, das hatten wir gerade schon angesprochen, wie stark ist die Person mit dem Glauben verbunden? Wenn man mich jetzt zum Beispiel als Beispiel nimmt, ich bin so ein Mensch, ich habe schon irgendwo meinen Glauben, natürlich habe ich meinen Glauben, ich habe auch hier Jesus Christus tätowiert, ich bin christlich erzogen worden und ich bin natürlich christlich geprägt worden. Also meine Eltern haben mich christlich aufgezogen, wobei mein Vater nicht, weil mein Vater mehr so der Mensch ist, wo er sagt, so, mich interessiert das so gar nicht mit dem Glauben. Meine Mutter ist stark
katholisch geprägt, sie ist Spanierin und auch ihre Schwester ist sogar Nonne in einem Kloster, also in einem katholischen Kloster in Spanien. Deswegen bin ich selbstverständlich katholisch geprägt worden. Auf der anderen Seite habe ich aber auch dieses Rationale. Ich betrachte sehr gerne dieses Wissenschaftliche etc. Und jetzt gibt es natürlich da draußen, vielleicht auch du, wenn du gerade zusiehst, diese Menschen, die sagen, ja, es ist mir bei mir aber genauso, Juan. Ich habe auch meinen Glauben, ich glaube auch an Jesus, ich glaube auch an Gott, aber mich interessieren auch diese wissenschaftlichen Themen, wie das mit dem Universum ist, mit dem Kosmos, die Mathematik und die Physik. Also das eine kann man ja auch irgendwo mit den anderen vereinen nehmen, ne? Wenn man es jetzt streng genommen sieht, kann man es eigentlich nicht miteinander vereinnehmen, denn es beißt sich, ne? Denn Wissenschaft passiert ja immer auf Indizien, auf mathematische Rechnungen, Beweise. Und wenn man, solange man das nicht weiß, stellt man Theorien zum Beispiel vor, wie zum Beispiel Stephen Hawking etc., aber auch Einstein. Ja, also die Theorien werden vorgestellt und passieren auf Tatsachen, auf Indizien. Der Glaube basiert nicht auf Tatsachen oder Indizien, sondern wie es der Name schon sagt, der Glaube. Das heißt, ich kann dir nichts darstellen, ich kann dir nichts beweisen, ich kann dir nichts berechnen, ich kann nichts auf Fakten sehen oder sonst irgendwas. Ich kann mich nur auf irgendwas berufen, was ich gelesen habe und woran ich auch glaube. Also du siehst, es sind verschiedene Dinge. Andererseits finde ich es aber trotzdem in Ordnung, wenn eine rein aus dem medizinischen, psychologischen, man sagen kann, ich habe da schon irgendwo einen Glauben, aber ich stütze mich auch auf die reine Wissenschaft. Aber prinzipiell beißt sich das eine mit dem anderen. Wenn man sich jetzt aber ansieht, dass es Menschen gibt, die zum Beispiel jetzt das sagen, Wissenschaft interessiert mich. Ich habe Aussagen in meinem Leben schon gehört, die zu mir gesagt haben, der Urknall hat nie stattgefunden, den hat es nie gegeben, den kann man aber mathematisch berechnen. Gleichzeitig aber die Person gesagt, Jesus gibt es, Gott gibt es oder sonst irgendwas. Also das heißt, hier wird das eine mit den anderen verdreht. Ja, also das eine wird dann gesagt, daran glaube ich und daran glaube ich aber nicht an den Urknall. Also du siehst, das sind verschiedene Dinge. Und deshalb hängt es jetzt davon ab, tatsächlich, inwieweit ich mit diesem Thema mich reingesteigert habe und darauf fixiert bin, ob es eine Benachteiligung gibt bei neurotischen Störungen oder nicht. Also bin ich jetzt zum Beispiel persönlich wahnkrank, weil ich doch irgendwie glaube, aber irgendwie stütze ich mich trotzdem auf wissenschaftliche Belege. Es gibt tatsächlich für das, was ich bin, einen Namen. Mich würde man zum Beispiel als einen Agnostiker bezeichnen. Ein Agnostiker ist ein Mensch, der schon irgendwie so glaubt, da ist was und da gibt es auch eine Macht. Und Jesus Christus hat natürlich auch gelebt und sonst irgendwie, und das ist ja auch alles so irgendwie geschehen, aber ich bin halt nicht so der Mensch, der sagt, alles, was in diesem Buch so eins zu eins drinnen steht, muss auch eins zu eins so gewesen sein. Wissen tue ich es natürlich auch nicht, aber ich bin ein Mensch, der seinen eigenen Verstand und seine Logik auch benutzt und natürlich auch an die Wissenschaft festhält und ein Mensch ist, der sich gerne von Beweisen auch gerne überzeugen lässt. Also wie gesagt, vielleicht bist du auch so ein Agnostiker oder auch nicht. Aber die Frage ist jetzt, und das ist spannend, ab wann wird es für unsere psychische Gesundheit tatsächlich jetzt gefährlich mit dem Glauben? Einfach gesagt, gibt es dafür nicht so den richtigen, wirklichen, wo man sagt, hier ist die Grenze, da ist Schluss, du bist krank und du bist gesund. Aber es gibt tatsächlich einen Indikator, wo man tatsächlich sagen kann, hey, hier ist einfach zu viel, das kann nicht mehr gesund sein. Und das ist ganz einfach festzustellen. Es ist der ganz persönliche Leidensdruck. Du kannst glauben, wenn du möchtest, und das ist alles erlaubt, wenn du rausgehst, dass Elefanten fliegen können oder Katzen sprechen können, ist das alles erlaubt. Deine Gedanken sind doch frei. Also du darfst das alles denken, das ist alles in Ordnung. Zum Problem wird es dann, wenn wir zum Beispiel uns sagen, ich hatte diesen oder jenen Gedanken, Jesus wird böse auf mich und ich empfinde sogar Schuldgefühle, Angstgefühle, verbunden mit Glaubenssätzen. Ich darf diese Gedanken nicht denken. Ich darf dies und jenes nicht tun. Und wenn ich es aus Versehen trotzdem mal getan habe, so stark darunter leide, dass ich jetzt medizinisch, pathologisch, wenn man so möchte, die ganze Zeit über dieses oder jenes Thema nachgrüble. Ab diesem Moment hat der Glaube für meinen persönlichen Geschmack, und ich gehe mal davon aus, wenn es bei dir auch so ist, tatsächlich zu viel
viel des Guten in dir mittlerweile schon erreicht. Hast du dich vielleicht auch schon mal gefragt, warum es ausgerechnet bei dem Thema Religion so viele Menschen in der Psychiatrie gibt, die sich in dem Thema verfangen haben, Psychose oder Schizophrenie, verbunden mit Jesus und diesen ganzen Themen? Es gab eine sehr berühmte Persönlichkeit, um genau zu sagen, einen weltberühmten deutschen Schauspieler, der sich scheinbar offensichtlich in diese Thematik auch ein bisschen zu weit hineingesteigert hat. Da schauen wir mal ganz kurz rein. Und vor allen Dingen komm du jetzt hierher, der so ein großes Maul hat. Komm hierher. Wir haben ja nicht mehr nötig zu sprechen. Der hat ja schon seine Millionen von Filmen. Komm hierher. Leute, ich bin kein großer Redner und es ist vielleicht möglich, dass man euch welche Christus suchen, aber ich glaube, er ist es nicht, denn Christus war, so viel ich weiß, duldsam und wenn ihm einer widersprochen hat, dann hat er versucht, ihn zu überzeugen, hat nicht gesagt, halt deine Schnauze. Nein, er hat nicht gesagt, halt die Schnauze, er hat eine Peitsche genommen und hat ihm in die Fresse gehauen. Das hat er gemacht. Du dumme Sau! Und das kann dir auch passieren! Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder die nicht zu dem Gesindel gehören, schmeißen die anderen raus, oder sie haben ihr Geld umsonst bezahlt. Aber schauen wir uns doch auch einmal ganz kurz an, wo der Glaube mit Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wirklich sehr, sehr, sehr gut hilft. Dazu mal einige Beispiele. Stell dir einmal vor, wir, du, ich und keiner ist ja davon verschont, bekommt eine schlimme Diagnose. Wir leiden an Hoffnungslosigkeit, innerer Leere und denken, jetzt könnte es bald vorbei sein, es geht nicht mehr weiter. Und wir fangen an, zu Gott zu beten. Wir fangen an, zu Jesus zu beten oder an Mohammed oder an anderen verschiedenen Religionen etc. Der Glaube kann da extrem helfen. Wissenschaftlich aber jetzt gesehen, psychologisch gesehen, ist es in dem Moment nicht so, dass die angebetete Person oder an dem wir beten jetzt mir wissenschaftlich, im Kontext wissenschaftlich wieder, also dass du die verschiedenen Kontexte verstehst, dabei hilft. Sondern was hilft, ist das Gefühl der Hoffnung, dass wir durch das Beten in dem Moment wieder erlangen. Und diese Hoffnung, dieses Beten gibt uns in diesem Moment ein anderes Gefühl, das wir vorher hatten, nämlich zum Beispiel die Hoffnungslosigkeit. Nicht umsonst gibt es dieses Sprichwort, was man in Volksmund auch immer sagt, die Hoffnung stirbt zuletzt, denn dieses Gefühl sollte in unserem Leben tatsächlich immer als letztes sterben. Es ist wirklich das Letzte, der letzte Anker. Hoffnung sollten wir immer in uns tragen. Wenn wir die Hoffnung verlieren, dann ist es eine Art Lebenselixier, das in uns erlischt. Und die Hoffnungslosigkeit, geht man heute sogar davon aus, dass das Gefühl der Hoffnungslosigkeit dazu beiträgt, dass unsere eigenen Zellen dadurch auch noch geschadet werden. Das heißt also, der Glaube hilft bei solchen Thematiken wirklich extrem. Aber der Glaube kann auch sehr stark helfen, wenn ich zum Beispiel sage, ich glaube fest daran, dass ich morgen beim Vorstellungsgespräch den Job kriege. Ich glaube fest daran, dass ich bei diesem Turnier den ersten Platz mache. Ich glaube fest daran, dass ich die Frau, in die ich verliebt bin, ihr Herz gewinnen werde. Ich werde mich anstrengen, ich gebe mein Bestes und ich glaube daran, dass alles gut wird in der Zukunft. Ich bin einfach hoffnungsvoll, dass die Zukunft für mich gut werden kann. Das sind alles Dinge, wo Religion in Anführungsstrichen für uns etwas sehr Gutes sein kann.
Und natürlich kann der Glaube auch selbstverständlich extrem gut dabei helfen, wenn man daran glaubt, dass man wieder psychisch gesund wird. Dass man sagt, ich werde wieder psychisch gesund. Ich weiß es, dass ich wieder psychisch gesund werde, weil ich glaube daran. Ich glaube an Jesus, der hat es mir gesagt oder wie auch immer, wenn man das formulieren möchte. Es spielt auch dabei gar keine Rolle, ob das der oder die angebetete Person ist. Es kommt immer vom Kulturkreis an, wo wir herkommen. Ja? Wenn du jetzt nach Indien herkommst, dann wirst du in der Regel niemanden kennenlernen, der sagt, ich bete da Jesus an und hat mir geholfen. Nein, er hat seine Religion und er glaubt auf seine bestimmte Art und Weise, dass ihm geholfen wird. Und dadurch wird ihm auch sehr oft geholfen. Das ist das Tolle daran. Ein wichtiger, wichtiger Punkt ist es auch noch, dass ich sehr oft erlebe, dass gerade Menschen, die sehr religiös sind und zu mir kommen und sagen, du sprichst öfters mal von Meditation. Ist das nicht auch irgendwas Mystisches oder etwas Religionshaftes? Nein, das ist es gar nicht. Denn Meditation hat nichts mit irgendwelchen Geistern zu tun oder Religion oder Götter oder sonst irgendwas, den man anbetet. Es ist einfach nur ein, wenn man so möchte, ein Gehirntraining. Es ist einfach nur dafür da, dass man mehr und mehr merkt, dass meine Gedanken alle kommen dürfen, alle gehen dürfen. Ich mich übe in Akzeptanz, aber auch es lernen zu dürfen, Gefühle anzunehmen und loszulassen. Wenn dich jetzt interessiert, wie die Meditation richtig funktioniert und wie du sie bei dir anwenden kannst bei psychischen Problemen, verlinke ich dir dazu ein Video von mir auf der Endcard. Ich bedanke mich bei dir fürs Zusehen. Dein Juan. Namaste.